Also, ich bin Mutter von zwei Söhnen und habe einen Sohn, der einen Impfschaden hat. Ich bin auf Dr. Lanka aufmerksam geworden, weil er sich mit dem Impfthema beschäftigt. Dr. Lanka ist mit dem Masern-Virus-Prozess bekannt geworden in der Öffentlichkeit. Und der Masern-Virus-Prozess ist bis zum Bundesgerichtshof gezogen. Dort wurde entschieden, dass es keinerlei Beweis für die Existenz eines Masern-Virus gibt. Das heißt, dass seit dem 1.12.2016 es keine Rechtfertigung für das Impfen aus gesetzlicher oder wissenschaftlicher Sicht gibt. Eine Demonstration ist in Berlin angesagt am 16. September.